Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Multiplayer Immortal mit, Tron Add-on. genau, Immortal Throne Add-on mit Freddy, Den Doges, beziehungsweise nur dem den Do. Doge, den Doges und mir meinen Salzstangen und meinen Apfelsaft. Ich habe auch einen Apfelsaft hier stehen. Du wirst schon genauso wie so andere Leute, die einfach nicht richtig runterzählen. 3, 2, 1, nice, geht 3, 2, 1, damit man sich seelisch darauf vorbereiten kann. 3, 2, 1, ich nehme es auf. Ich sitze gerade Merkinson. Es hat Diabetes. Insider. Ja, nicht wirklich. Naja, Doch. teilweise. Es ist nur ein Insider zwischen drei Leuten. Ja. Wobei, Kishi weiß es auch. Ja. Ich, Kishi und du. Und Jörg. Ist Jörg da noch dabei? Ja. Ne, ich glaube, da war Jörg schon auf. Aber Jörg kennt das, glaube ich, auch schon. Ich muss nicht wissen, worum das geht. Nein. Feier. Ja, Feier. Feiern ist super. Musst du ja wissen. Warum denn? Gestern Abend. Da war doch nichts. Das war. Ich habe einen Apfelsaft getrunken. Und dann bin ich um 8 ins Bett gegangen. Ach, ich hatte auch Todesbock zu feiern, aber. Boah, ich war so fertig von Samstagarbeit. Also, wir waren in Hannover. Am Arsch der Welt. Haben bis 3, bis 3:30 gearbeitet. Halb 4 bin ich dann langsam nach Hause gefahren. Ich war richtig am Abkotzen, ey. Das war richtig scheiße. Warum arbeitest du samstags? Ich darf mich hier nicht dazu äußern. Das kommt vom Arbeitsgericht nicht so gut. Nicht? Nein. Ich weiß nicht, was Arbeitsgericht heißt. Kompositbogen der Eile. Ich hab mal wieder Bock, irgendwie so ein paar legendäre Gegenstände. Ja. Du hast keinen Du hast Platz keinen mehr. Platz Was? mehr. Warte Was mal. war's? Ich hab keinen Platz mehr. Moment, der Ich Bogen bin ist scheiße, die Großaxt ist scheiße, der Hammer ist auch scheiße, der fast voll. Schild ist Lass mal scheiße. kurz Stadt gehen. Ja. Ja, und wir sind so professionell, dass wir das nicht vor der Aufnahme machen. Wir machen das einfach in der Aufnahme, weil wir dürfen ja nichts rausschneiden. Ja, das haben wir uns selbst verboten. Obwohl wir das Ja. scheiße finden. Übrigens, Dr. Apfelsaft ist richtig lecker. Danke. Weißt du, was Ich habe mir auch noch richtig Kieselé lecker geportet. ist? Was denn? Was war denn das? Red Steak. Was ist das? Jim Apfelsaft. Okay. Mit Kirschgeschmack, das ist Kirschsaft. Übertrieben geil. Okay. Bist du gerade vom Waffen, Händler? Rüstungen, Ja. Tränke, Ja, ich Bögen werfe und mal das Teil hier Stäbe. raus. Was darf Kannst du es was werfen aus sein? dem Händlerfenster? Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Die Stulpen sind schlecht. Der Helm ist Gibt's hier gute Farben? schlecht. Es gibt Gold, ich kaufe mir mal Gold. Mach das. 12 Geschicklichkeit, tschüss. Ich werfe dir mal Feldwiderstand, diesen Gegenstand hier tschüss. hin. Feuerwiderstand, tschüss. Ja, Energie, hier tschüss. ist Blitzwiderstand, gar kein tschüss. Karawanhändler. Kältewischen, Ich gehe nochmal kurz nach tschüss. Memphis zum Karawanhändler, pack dann Stärke meine. habe ich mehr, tschüss. Ich habe dir übrigens zugehört. Den wollte ich behalten. Geschicklichkeit wollte ich, glaube ich, auch behalten. Okay, es lag, danke. Ja, bin ja, hab mich gerade geportet. Nach Memphis, weißt du noch? Hast mir zugehört. Ja, habe ich. Ich habe über eine Mille. Ich hab fast eine Melde. Unsere Kisten sind geräumig und sicher. Ich muss gerade mehr kämpfen. Ich bin richtig behindert, oder? Dezent. Ich hoffe, du weißt, dass du ziemlich rassistisch bist. Ich muss gerade mehr kämpfen. Ich darf rassistisch sein. Ich hab Ich Diabetes. muss auch noch zum Karawanhändler. Wie viel Tode gesamt hast du jetzt eigentlich? Genug. Will ich nicht in der Aufnahme zeigen. 40. Oh. Lebe wohl!
Du hast so 5 bis 10. 7. 40, scheiße, Mann. Bist du von einem Baum gefallen oder so? Warum hast du ein Portal in Gizeh gesetzt? Weiß ich nicht. Ach doch, weil ich doch durch das Portal gegangen bin, als ich in der Höhle war. Wie? Wo bist du? Ich bin jetzt wieder da, wo wir sein sollen. In der Höhle. Ja, ich bin in der sandverschütteten Höhle und hier Portal für dich aufgemacht. Danke. Jetzt Für warte die ich hier auf schwer dich. beladenen Reisenden. Danke, wir haben eine Essenz fertig. Ja, wir haben auch Götterblut nochmal fertig. Essenz von Amun-Ras-Rum. Haben wir noch eine fertig? Nein. Schade. Ich hätte gedacht, wir haben noch eine fertig. Gute Reise! Danke! Ich kann meinen Todesstoß einfach die ganze Zeit durchsuchen, wenn ich keinen Gegner treffe. Das ist super. Gibt's denn hier noch so? Sieht alles ziemlich frei aus. Kommst du jetzt langsam? Ja. Jetzt. Warum sind so viele Skelette? Los, hier, Bolzenpfanne. Du ja Warum ist da war. Stroh? Warum hast du einen Helm auf? Hauptsache fast sterben. Woher kommt das? Was? Warum liegt der Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das ist ein Porno. Warum liegt am Stroh rum? Ja, warum hast du eine Maske auf? Ja, dann blass mir doch ein. Und dann blößt sie ihm ein. Was ist das für ein Porno? Ich wollte auch das Grüne haben, was ist es? Armstulpen, Intelligenz, Scheiß. Wohl. Ernsthaft, das ist ein Porno? Ja. Was für ein Scheiß-Porno ist denn das? Richtig behinderter. Und vor allen Dingen, er hat wirklich eine Maske auf. Kannst im Internet auch 64er Chevy Impala im Polizeilook kaufen. Warum machen wir es nicht? Weil sie 38.000 Öcken kosten. Warum heißt so viel? Weil das Auto Oldtimer ist. Wird nicht mehr gebaut. Toll. Ist 30 Ich Jahre lang nicht will. mehr gebaut. Du kannst ein historisches Kennzeichen dran ballern. Dann kriegst Ich du will. Steuervergünstigung. Ich will DeLorean haben. Ja, weil das Auto 1200 Mal gebaut worden ist und weil Mr. Bean vor 2 Jahren einen kaputt gefahren hat. Warum hat er es gemacht? Weiß ich nicht, frag den Graben oder ihn. Macht mir übertrieben viel Schaden übrigens. Hier wäre cool. Geht schon, warte. Ey, warte, bleib mal stehen. Ich glaube, du siehst aus, als ob du keine Hose an hast. Ja, wegen der Farbe sieht so aus, als ob du nackt unten rum bist. Bin ich auch. Man kann hier durchlaufen, beste Spiel der Das ist Welt. geil, ja, das fand ich Vor allem schon die geil. Lichteffekte passen sich dann auch an. Tankt hier mal bitte alle. Okay. Okay, das war's dann alles. Also die Höhle ist viel zu groß für meinen Geschmack. Ja, Mann. Für Vor allen meinen Dingen ist es Geschmack. einfach nur, es ist einfach nur Nichts. Nebenhöhle. Ich meine, bei Sacred sind nicht mal die Höhlen an sich so groß. Manche schon. Welche? Zwergenmine zum Beispiel. Die Das, Zwergenmine ist nicht so groß. klar. Nein, Mann. Zwergenmine ist riesig. Dann noch das erste Dungeon Underworld. Das erste Dungeon Underworld, das wo man einen Key für braucht, oder den Typen, den man eskortieren muss, das ist Ja. winzig. Das ist Nein. echt nicht so groß, vor allem nicht, wenn man den Typen dabei hat, dann ist es echt klein. Ansonsten sind das auch nur 3 Ebenen, von denen jede ungefähr so groß ist wie dieser untere Raum hier.
Neil wäre cool. Ja, Percy. Ach nee, es ist ja gar nicht mehr Percy. Wie heißt er jetzt nochmal? Bruno? Bruno heißt er. Bruno, halt die Fresse. Kennst du Bruno? Ja. Er bellt wenigstens nicht so viel. Weißt du, wie nervig es ist, dich zu heilen und gleichzeitig zu kämpfen? Kein Stück, das ist richtig interessant, habe ich gehört. Macht richtig Spaß. Ich glaube, den Partner ist Skorpionhöhle. Ich auch. Ich glaube, ich habe gerade einen Hund gehört. Ja, bei mir wahrscheinlich. Nee. Also ich höre ihn und meine Zuschauer wahrscheinlich auch. Oh, okay. Das war's also. Richtig gelohnt, dieser Part. Tschüss. Tschüss. Wo portst du dich hin? Nach Fayum? Nach Fayum. Was ist eigentlich unsere Quest gewesen? Kein Plan. Wir haben unsere Nebenaufgabe. Ich bin irgendwann mal morgens komplett ausgerüstet, weil Percy die ganze Zeit gebellt hat. Ja, ich hab grad die Quest abgeschlossen. Schick. Lass uns mal nach hier oben kurz gehen. Na, nach hier unten erstmal. Hier nein, ich will noch ganz kleine Stadt erkunden. Ja, aber hier ist auch noch ein bisschen was fuck. Wüste drin. Was fast denn? Gestorben. Weil ich nicht auf meine Dingens geachtet habe. Auf meine AP. Und dann habe ich aus einem Energietrank genommen. Bin fast gestorben. Hauptsache ich bin ganz Minecraft nicht gestorben, ey. Und das ist ein Spoiler. Wie? Ja, bei der Aktion. Bei der Assi-Aktion. War's das hier unten dann? Ja. Gehen wir jetzt erstmal in die andere Höhle oder gehen wir jetzt ja, weiter? Ja, wir gehen jetzt in die andere Höhle. Bist du schon da? Fast. Wo waren die? Oben links. Machst du ein Portal auf? Ja, mach ich gleich. Warte einfach nur kurz. Kannst du einfach so Musik erzählen, so. Oder so eine Fahrstuhlmusik. Bist du jetzt schon da? Da ist ein Toter in der Mine. Er kommt gerade aus dem Grab. Ja, den habe ich da schon vorher rausgepult mal. Ja, ich habe ihn jetzt gekillt. Ich bin jetzt in dein Portal rausge... In der anderen Höhle noch. Wo du sagst, ich habe gefragt, kann ich mich porten? Du sagst ja, und ich komme in die andere Höhle dann noch raus. Wie geil, ich habe es genau da aufgemacht. Hier unten steht ein Schrein der Meisterschaft. Keine Ahnung, was er bringt, aber ich habe ihn mal genommen. Hier ist ein massiver Stein, ich habe den überhaupt gemacht. Ich glaube, den Part da vorne nenne ich endlose Höhlen und den hier einfach das Grab des. Weiß nicht. Ah, wir sind übrigens noch in der Wüste von Fayum. Ich weiß, danke. Das hier ist Wüste. Das ist kein Grab oder so, sondern das ist eine Wüste. Schon wieder eine Wolfsklaue. Wir haben die schon jetzt fast einmal fertig, glaube ich. Nee, zweimal haben wir die fertig und einmal habe ich jetzt noch eine bekommen. Das heißt, 2,5. Ja, jetzt ist es fast dreimal. Weg. Guck mal, Katzis. Guck mal, dunkle Obelisken. Ja, die machen mir übrigens todes viel Schaden. Was? Die dunklen Obelisken. Also die Viecher draus. Übrigens Wolfklaue. Wieder. Du wolltest mich nur von dem Gold weglocken. Hat geklappt, oder? Ja. Wow, die massive Steintür war echt nötig. Ja. Einer ist tot. Essenz von Ankh, der ich sehe. Soll ich mitnehmen für dich? Nein, hol ich gleich. Hab's schon gemacht. Okay. Moment. Da drüben liegt übrigens noch eine Wolfsklaue. Wo? Irgendwie würde ich nur von dem Gold weglocken. Assi. Ich musste dich nicht auch von dem Gold weglocken, du hast es einfach schon so weggegangen. Ja, ich bin da, als du gesagt hast, dachte ich da wirklich an, da bin ich einfach direkt weggelaufen. Es wäre irgendwie cool, wenn du dich so um die Leute hier kümmern kannst. Was? Ich bin gelevelt.
Also wir... 65.000 Erfahrungen haben wir gerade bekommen. Wofür? Dass wir diese Höhle erkundet haben. Wie viel... Wie weit bist du jetzt wieder mit dem Level? 5. Okay, ich bin bei 3. Gleich. Ich hol dich echt langsam auf. Ja, ich lasse jetzt auch jeden Schrein Erfahrung. Das ist auch ganz gut so. Ich hab mal. Du benutzt doch Speere, ne? Ja. Ich hab einen grünen Speer gefunden, der ist wahrscheinlich nicht so gut wie deiner, aber kannst du dir ja wenigstens mal angucken. Hier. Ja. So, was skill ich denn jetzt mal? Och, der ist schon ganz schön. Aber noch nicht ganz so gut, nein. Momentan machen meine Bolzenfallen 14 bis 24 Schaden pro Durchschlagschaden eingeschossen. Wenn ich das jetzt 3 da reinstecke, ich stecke einen in mein Gift, einen in die Bolzenfalle und einen in Kriegsführung. Moment, ich guck gerade mal was. Okay, hierfür haben wir 65.000 Punkte bekommen. Damit habe ich jetzt kein Problem. Gut, einmal noch leveln, dann habe ich einen neuen Begleiter. Ich muss noch 1 Milliarde mal leveln, um irgendwas zu bekommen. Wieso haben wir 65.000 Punkte für dieses Ding gekriegt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil das nur Leute finden, die kein Leben haben, so wie wir, und einfach den ganzen Tag zocken und alles erkunden. Also nein, jetzt mal ernsthaft. Ich habe absolut keine Ahnung. War es eine Quest? Nein. Wir sind da reingegangen und dann haben wir die Quest abgeschlossen gehabt. Ich habe mich auch gewundert. Ich denk so, Quest abgeschlossen, dann hast du so gesagt, ich bin gelevelt, also du bist gelevelt. Dann dachte ich so, was, du bist ja schon gelevelt, wie hast du so viel Punkte bekommen? Da hab ich mal Level geguckt, hä, warum bin ich jetzt auch gelevelt? Warte, ich komme mal nach. Doch. Was? War eine Quest. Ja, aber die haben wir nicht, also die haben wir nicht angenommen. Nein, ein versteckter Schatz. Sie haben ein altes Grab ohne Inschrift gefunden. Die Monster konnten sie nicht davon abhalten, den großen Schatz zu finden. Wow, der war so groß. Such big. Ach stimmt, ich muss noch C skillen. Ich vergesse das immer. Stärke und einmal Leben noch. Tempel des Atom. Du portest dich gerade, schlag mal zu oder so. So geht's auch. Einfach einmal rein switchen. Oh, meine Maus hängt gerade ein bisschen. Ich brauch dringend eine neue. Hast du einen Sturmangriff gehabt oder hast du dich gerade einfach nur geportet? Nein, ich habe mich geportet wahrscheinlich. Ich habe keinen Sturmangriff. Hier gibt's übrigens das Auge des Ra. Müssen wir das nicht holen? Ja, wir müssen. Warte! Kurz noch schlucken, wir kommen auf den Timer. Wie lange dauert das etwa? Wie spät ist es? 2 Minuten noch. Oh. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Das dauert nämlich hier, glaube ich, ein bisschen länger. Glaube ich nicht, aber okay. Bosskampf. Ja, dann bis zum nächsten Mal und wir machen jetzt einfach ein Cliffhanger-Ende, damit ihr euch auf den nächsten Part freuen könnt. Bis dann und tschüss. Ja, genau. Denn was hier geschieht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Tschüss.